Wo bist du eigentlich geboren, Ingrid? In Stettin. Das habe ich dir doch schon mal erzählt. Wie kommst du denn jetzt darauf? Ach, nur so. Mir ist einfach mal aufgefallen, dass ich wenig von dir weiß. Über deine Eltern, wo du aufgewachsen bist. Das interessiert mich doch. Ja, ja, natürlich. Nett, dass du danach fragst. Aufgewachsen bin ich in Treptow. Das ist ein Stadtteil von Berlin. Ja, und meine Eltern leben heute noch dort. Mein Vater arbeitet in einem VEB. Volkseigener Betrieb. Ah ja. Hast du auch in volkseigenen Betrieben gearbeitet? Ja, drüben gibt's kaum noch private Firmen. Ach, deshalb bist du auch in die Bundesrepublik gekommen? Eigentlich ja. Ist das schwer für dich? Was? Na, ich meine der Gedanke, dass ich von drüben bin. Ach, Unsinn. Spielt doch überhaupt keine Rolle. Du bist hier, das ist die Hauptsache. Ja, das finde ich auch. Und das meinen die hohen Herren im Ministerium wohl auch inzwischen. Ab morgen arbeite ich bei euch. Ab morgen schon? Ja. Ist ja großartig. Ja, finde ich auch. Erstmal nur als Urlaubsvertretung. Aber das ist doch ein Anfang, findest du nicht? Urlaubsvertretung? Ja, mein Chef hat mich heute gefragt, ob ich eine Kollegin bei euch vertreten wollte. Ich habe natürlich ja gesagt.